Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Remember Me mit mir, O-Comic, und wir erwehren uns hoffentlich einer Horde wild gewordener Leaper unter Anführung von Johnny Greenteeth, der sie hier verrückt gemacht hat, auf uns aufzubegehren. Ja, ja, wird siegreich sein. Ich werde dir mal gleich zeigen, wer hier siegreich ist. Und das bin nämlich ich. Johnny Greenteeth, ich werde dich besiegen. Boah, jetzt alle auf eine. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hoffe ja gerade, dass mein MS-DOS-Modus gleich wieder fertig ist. Aber vorher werde ich wahrscheinlich noch meine Logikbombe verteilen. Ja, wenn die Leichen hier alle liegen bleiben würden immer, dann hätten wir eine ganze Armee von toten Leapern liegen. So, Johnny, wo bist du? Ah, verdammt. Jetzt aber. Hey, ich brauch den Typen. Schuldig! Jetzt haben wir es, glaube ich. Ah, Gott sei Dank. Mille, Johnny befahl die Zerstörung der Laboratorien. Alles wird in die Luft fliegen. Du musst raus hier. Aber ich kann doch nicht Bad Request einfach... Oder kann ich hier mit diesem Bad Request in den Sarg oder so rein? Ach, hier kann ich mich reinlegen. Oder kann... Hätte ich Bad Request reinlegen können? Nee, eigentlich nicht. War ja kein Aktionsbutton dazu. Wäre cooler gewesen. Aber sag jetzt nicht, ich komme wieder in dem Slum vom Anfang raus. Dann kriege ich wieder die Leaper-Bedrohung zu spüren. Die Menschheit ist eine zerbrochene Reihe freier Menschen, die aufgrund ihrer Subjektivität isoliert sind. Simone de Beauvoir oder so. Beauvoir. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier-Wells Nemopolis. Dort wird der Sensen-Fluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorize zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Episode 7. Das verlorene Paradies. Sensentarnung mit Bedacht ein. Ja klar, machen wir ja immer, ne?
Nemopolis, 23.37 Uhr. So spät noch wach. Jetzt aber ab ins Bett, meine Buddies. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Danke, Olga. Sie hat's noch nicht wieder sich erinnert, wie sie aussieht. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Oh Gott, ich muss rekonfigurieren. Nein, rekonstituieren. Ach, verdammt! Ich wusste es. Ich wusste es. Denke ich. Das war's. Da, die Frau. Ich kenne sie. Sehr gefährlich. Hab sie schon mal gesehen. Nein, sie war. Stoppt sie. Stoppt sie jetzt. Da, schnappt sie. Haltet sie auf. Schnappt sie. Los, schnappt sie jetzt. Oh oh. Trace. Irre und unvernichtbar. Ich krieg immer die Besten. Irre und unsterblich, sag ich da nur. Weil wie hat er denn dann sonst diesen Sturz überlebt? Dieser miese Roboter, ich hasse dich. Haha. Eieiei. Jetzt habe ich was im Hals. Hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht hier abhusten muss. So, naja, einen von den Typen kann ich ja mit der Tarnung ausschalten dann, aber die anderen drei. Was? Jetzt! Oh, Gott sei Dank! Ich dachte schon, ich schaff's nicht, einen überzubelasten. Einen zu überlasten oder so. Ist er nicht bald mal down? So, einer ist hin. Noch einer im Sinn. Oder so ähnlich. Tab. Combo Lab. So, dann gucken wir mal. Was ist denn... Ach ja, ich habe wieder was zum Freischalten. Vier Fäuste für ein Halleluja oder so. Oder wollen wir hier den Tritt nehmen? Dann nehmen wir hier den Tritt. Wir haben ja hier sowieso schon recht viele Fäuste dabei. Oh, ich bin gleich dran. Ich bin geliefert. Mir hilft jetzt eigentlich nur noch ausweichen. Bis die 106 Sekunden rum sind. Ich kann ihn ja nicht schlagen. Er ist ja so quasi mit meiner Gesundheit verbunden. Ha! Ausgewichen.
Der DOS-Modus bringt mir ja, glaube ich, gegen den Typen nichts. Und die Logikbombe, vielleicht die? Puh, das hat geklappt. Oh nein. Da kommen ja noch mehr. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Ah, nein, Roboter, die Dingsbums, so ein fliegender Roboter. Das wollte mir doch nicht erzählen, oder? Dass jetzt hier alles voller Roboter und. Ey, nicht in den Arsch schießen. Das ist unfair. Boah, diese blöden Mistroboter, ey. Ja, bleibt mir eigentlich nur eins übrig. So, der eine ist schon mal weg vom Fleck. Roste in Frieden, mein Freund. Ja, gegen einen werden wir ja wohl noch ankommen. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr. War's das? Warum? Millen, finde diesen Wirrkopf und klau die Zugangsprotokolle zum Konzeptionswürfel. Die gute Nachricht ist, dieses Mal ist er zu Fuß. Und die schlechte Nachricht? Sein Gedächtnis bröckelt weg. Er ist fast schon ein Leaper. Handle schnell! Wie kriege ich ihn? Er geht rauf zum Hauptsicherheitsposten im 103. Stock. Nimm den Lastenaufzug, um ihn abzufangen. Na klar, mache ich. Manuelle Entriegelung aktiv. Vorsicht an der Plattformkante während der Fahrt. So einer schon wieder. Nein, Mami. Boah, ich bin ausgewichen. Nein, sehe ich nicht. Will ich auch gar nicht sehen. Wo ist dein Backup? Alter. Kann ich eigentlich gegen den hier Roste in Frieden machen? Nee. Scheiße.
Ist ja klar, dass ich das nicht kann. Versuch das nochmal. Nein, danke. Du hast mein Leid verstanden. Was? Er regeneriert seinen Arm? Tatsächlich? Nein, das ist nicht ganz alles, aber fast. Ich hoffe, das wird interessant. Er ist ein Roboter. Er kann doch gar nicht hoffen, oder? Schnell weg. Ah, Mensch, ich hasse diese Roboter. Ich bin ausgewichen, was willst du denn? Ich blute, natürlich blute ich. Ich bin ein Mensch. Keine Maschine. Komm schon, lade auf! Meine Güte! Kann ja nicht sein, dass wir dann immer keine Energie mehr zum Schießen haben. Boah, es wird knapp wieder mal. Leute! Habe ich nicht gerade die Strukturschwäche von ihm getroffen? Du lässt mir keine Wahl. Terminieren! Terminiere ihn! Hat er jetzt uns terminiert? Ich meine, wenn er so auf sie drauf trampelt, dann... Du lässt mir keine Wahl. Wow, das war knapp. Fuck, ey. Gott sei Dank. Gerade noch so gut gegangen. Und wir sehen uns dann in der Hölle der Roboter wieder beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Tschüss. Hallo meine Buddies, hier bin ich wieder, euer O-Comic und diesmal mit einer kleinen Kamera hier, damit es nicht ganz so langweilig wird, denn heute geht es um die Bildbearbeitung. Und hier habe ich mir einen kleinen Spickzettel gemacht, das heißt, wenn ich dann immer mal